Gut, wenn die vier gegen die Befestigung bolzen, dann ist das jetzt halb so wild. Ihr könnt nicht vorbei! Ein Gegenangriff! Zu den Waffen! Ich rieche Blut! Ach ne, sie kehren um. Euch vor! Habe ich sonst nichts Rüstungsmäßiges? Nee, das ist schlechter als das Teil. Das ist eh nur die Robe. Nö. Oh, aber ich kann den Helm jetzt aufsetzen. Der zwar Stärke, Intelligenz und so gibt, aber im Allgemeinen schlechter ist als der hier. Oh, aber ich kann ein Sonnenlicht ausrüsten. Bringt mir das was? Ja, statt dem Altherzen Sonnenlicht, ja. Aber das Altherz, das könnte ich dann ihr geben. Nein, kann ich nicht. Dafür braucht sie Stufe 28. Hier, folgt mir. Okay, jetzt können wir wieder angreifen. Bereit, mir nach. Sind ja noch die Zelte hier und die Zelte hier. Ja, in die Schlacht. Zur Ehre Aunirs. Ihr könnt mich nicht besiegen. In Achtung! Deckung! Zurück Krieg mit nicht euch! Zurückweichen! Wieder einen Veteran verloren. Ein Gegenangriff! Auf mein Zeichen! Zum Angriff! Tod den Feinden! Was liegt an? Für die Rune! So, die Truhen hier habe ich geplündert. Hier sehe ich eine Truhe. Bin nicht sonderlich viel drin, okay. Auf meinem Befehl. Bereit und los. Mir nach. Vorwärts. Schnell. Okay. Keine Truhe hier, keine Truhe hier. Questbuch aktualisiert. Bringt Barion seinem Lager im Westen die Nachricht, dass der Weg nach Süden frei ist. Die Katzeder sind ver
Der Pass ist frei. Bario kann nur nach Süden ziehen. Bringt ihm die Botschaft. Er sollte noch in seinem Lager im Nordwesten der Roten Wüste zu finden sein. Ja, das ist hier. Auf meinem Befehl. Vorwärts. Das kommt, sobald ich mit dem Rest fertig bin. Und los! Für die Rune! Kann ich auch die Schweinchen dann bei Gelegenheit mal wieder auffüllen, sobald ich die nächste... Ja. Haupthaus Bevölkerungsstufe erreicht habe. Auf mein Zeichen! Mir nach! So, noch mehr Purpursand und den letzten Purpursand kriegen wir von ihm hier. So, den Veteranen nachproduzieren. Ansonsten haben wir ja nichts verloren. Ja, hat dieses Mal doch besser geklappt. Auf mein Kommando. Mir nach. Ersten Mal. Und los! Folgt mir! Bringen wir es zu Ende! Vorsicht! Bereit. Achtung! Mir nach! So, damit folgt haben mir. Wir den Purpursand. Schnell! Sofort! Schnell! Und los! Und ja, dass ich Veteranen nehme statt Speerkämpfern. Speerkämpfer sind nämlich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Schläger und Kämpfer, muss ich wirklich sagen, sind nicht so besonders. Aber wir hatten sie ja auch mal in Benutzung. Also jedenfalls am Anfang von... der Arin-Kampagne von Breath of Winter. War ja unsere erste Strategie-Map mit Orks auf Grundniveau. Ah, noch ein Myrmidon. Hier der Turban und da ist... Auf mein Kommando! Schnell. Bevölkerungslimit. Und los! So, dann gehen wir jetzt mal Dämonen verkloppen. Mir nach! Hier! Sofort! Und los! Folgt mir! Zum Angriff! Kämpft! Nicht zurückweichen! Zeit zu sterben! Nicht zurückweichen! Kämpft! So, noch mehr Brander. Achtung! Nicht zurückweichen! Kämpft! In Deckung! Zeit zu auf sterben! Mein Kommando! Vorwärts! Für den Clan! Wieder ein Veteran verloren. Ja, sofort! Zum Angriff! Ihr könnt nicht vorbei!
In Deckung! So. Hier wuchs einmal ein prächtiger Baum, von dem allerdings nur verfaulte Reste übrig sind. Der Ort wird verdorben, der Übergang steht in der Luft. Zwischen den Resten des Baumes findet sich noch eine unfruchtbare Erde. Baumsamen der Triade und einpflanzen. Aus dem Samen der Lebenseibe schießt sein Gegenschieß und grüne Sprösslinge hervor. So beginnt ein neuer Baum an diesem Ort zu wachsen. Der junge Baum verbringt die Reste des alten und erstrahlt im frischen Grün. Eine Aura der Lebenskraft scheint den Ort zu durchdringen, der faulige Hauch verflüchtet sich. Ihr habt diesen Ort gereinigt. Krieg! Noch mehr Verluste? Noch ein Veteran, denke ich mal, so wie das aussieht. So, eine Lebenseibe. Ja. Und sehr viel schönes Zeug. Schlangenpanzer, dein Tod. Armbrust des Meisterschützen. Abenteurer Beinlinge. Ja. Mir nach! Ich rieche Blut! Ich rieche Blut! So. Dann folgt alle mal dem Ork-Titan. Gut. Hier oben war ja sonst nichts mehr. Die Truhe haben wir geplündert. Konnten wir dieses Mal, ohne dass uns da oben die Klingen, die Sensenläufer, Probleme machen. So, der erste Samen ist auch schon mal weg. Was brauchen wir noch für Barbata? Nachtschattenseide. Bei der bin ich mir jetzt gerade gar nicht mal mehr sicher, wo man die herkriegt. Muss ich zugeben. Für den Clan. Bereit. Und los. So, hier sind noch ein paar H7-Einzelteile, um die wir uns kümmern müssen. Hier! Für die Rune! Ein Gegenangriff! Kämpft! Nicht zurück mit euch! Ja. Aber ja, man merkt, die Todesmagie der Totems ist gegen Hasim effizienter Tod den Feinden. Als die Feuermagie der Brander. Auf mein Kommando! Vorwärts! Verteidigt euch! Sie meinen es ernst. Gardenhelm. Und noch ein Schlachtenhelm. Schnell. Okay. Schnell. Mir nach. Vorwärts. Also das hat 7-Lager ist definitiv dem anderen komplett unterlegen gewesen. Und Weltenbrecher. Schnell. Mir nach! Für die Rune! Zur Ehre Aonirs! Kämpft! Ich
Bereit. Und los. Bringen wir es zu Ende. Zurück mit euch. Tod den Feinden.